Freunde, ich begrüße euch einmal wieder bei einem Vorstellungsvideo von mir und diesmal geht es quasi eigentlich um ein Loadout. Mein Tagesrucksack, der Helikontex Bergen. Was habe ich da alles drin? Was passt da alles rein? Und dass man sich mal vorstellen kann, was ich so dabei habe. Wie gesagt, das ist auf meine Bedürfnisse angepasst. Er hat 18 Liter, er gibt es in verschiedenen Formen. Aber das könnt ihr euch alles selber anschauen, da braucht es mich nicht dazu. Da gibt es so viele Vorstellungen schon dazu. Ich zeige euch lieber, was habe ich dran, was habe ich dabei und was habe ich alles im Einsatz bei so einer Tagestour. Gut, ich würde einmal sagen, ich packe das jetzt einmal alles aus, lege das da auf den Baumstamm auf und dann schauen wir sich das näher an. Dann sehen wir das auch einfacher. Bevor wir noch anfangen, möchte ich noch sagen, wo ich vielleicht außen noch was habe, dass man das auch sieht, was man da noch alles unterbringen kann. Ich habe da hinten auf einen kleinen Karabiner mein kleines Erste-Hilfe-Zeug. Mehr habe ich gar nicht mit. Sollte das reichen, wenn mehr passiert, habe ich ein Pech. Dann habe ich da außen noch ein paar Holzern immer dabei. Falls wirklich mal was nass ist, dann habe ich immer ein Anzündholz. Da ist ein bisschen was dabei. Habe ich meistens mit. Nicht immer, meistens. Da vorne haben wir noch eine Tasche, die ist durchgehend, also ein Durchschlupf. Da habe ich, da passt eine Säge rein, super, wunderbar. Da herum habe ich noch ein Messer herin. Da habe ich noch meine Handschuhe drauf hängen. Gut, das wisst ihr wahrscheinlich, das habt ihr schon öfters gesehen. Und auf der herüberen Seite habe ich noch so ein Rollback, da kann man jedes Klumpert reingeben, der ist auch wasserdicht. Und dann habe ich seit neuestem auch noch so einen kleinen Thermometer drauf hängen. Und das war es eigentlich, das was ich außen drauf habe. Und unterisch, wie ihr seht, da hängt dann mein Fell. Wurscht, ob das jetzt das Rehfell ist oder das Lammfell oder sonst was. So, aber jetzt räumen wir wirklich mal aus. So, ich habe jetzt einmal versucht, alles ein bisschen aufzulegen, was in meinem Rucksack drin ist. Und ich zeige euch das natürlich noch genauer. Das Ganze kann natürlich ein bisschen variieren, je nachdem, was ich mir zum Essen mache, wird das Geschirr ein bisschen abgeändert oder kommt noch ein Pfandl dazu oder sonstiges. Gehen wir das einmal durch. Mein Messerl, was ich meistens dabei habe in letzter Zeit, ist eh wieder mein Enzo Trapper. Habe ich sehr gern dabei. Dann habe ich so ein silkiges Neues, das schneidet wirklich gut. Bin ich damit zufrieden. Die habe ich in letzter Zeit mit. Zwei paar Taschentücher sind dabei. Dann habe ich ein kleines Tab von Helikontex, das ist das Small. Das ist aber das extra noch, was ich mir zugeschnitten habe auf meine eigene Größe. Das habe ich immer dabei, wenn ich weiß, es regnet, nehme ich das Small mit, das größere. Dann habe ich da noch meine Schnirlen herinnen in einer schönen Tasche, dass man durchsicht. Ich habe alles aus Dyneema, bin umgestiegen von dem Paracord. Alles auf Dyneema, weil es einfach mehr aushält. Ja, ich glaube, zu der brauche ich nicht viel erklären. Meine Bialetti, die kleine ist das, die ist auch immer dabei, da gibt es gar nichts anderes zum Motzen. Ja, dann habe ich noch von meinem Rode Wörlers Goldtaschel, das habe ich ein bisschen entfremdet. Und da sind von mir ein paar Mischungen drinnen, Gewürze, passen da super rein, habe ich dabei. Mein Holzlöffel mit dem Spatel hinten drauf ist mit an Bord. Mein Survival Pack, so ich kann nur sagen, es sind Kaffeepads herinnen. Ich habe kleine Filter herinnen, wo man die braucht. Ich habe da diese Zaubertierchen immer dabei. Ein Spachtel, ein kleinen Löffel, mein Gove, Kaffeeweißer, Käfchen zum Reim, Käfchen in Bohnenform. Dann noch ein kleines Schneidemesser und mein Ampelrohr ist da auch noch herin. Ja, aber wie gesagt, das habe ich eigentlich auch immer dabei.
Ja, dann schwenkt man weiter meine Nalgene, die 1 Liter. Kann sein, dass ich manchmal nur die halbe mitnehme, je nachdem, was ich kochen würde. Auch wenn ich weiß, ich will Lagerfeuer machen, nehme ich mir auf alle Fälle 1 Liter mit. Das ist Pflicht und das Mindeste. Ja, dann stehe ich auf meinen Gaskocher, das ist der Soto Windmaster. Und habe ja das Primus Wintergas umgestellt jetzt. Das ist mein hauptsächlicher Kocher, auf den stehe ich wie ein Bock. Der ist echt spitzenmäßig. Ja, dann habe ich noch meinen kleinen Titanbecher dabei, mein Snowpeak 450 ml, wo ich mein Käfchen daraus trinke. Dann habe ich noch einen 750 ml, den Pasta Gord heißt der. Das war das, wo die French Press war. Den habe ich aber deshalb mitgenommen, weil der einen schönen Henkel hat. Mein S-Bit hat den nicht. Falls ich mal was übers Feuer hängen will, ist der natürlich optimal. Ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr. Da ist mein Anaconda BVD Plants, der ist immer dabei. Der ist mir das Allerliebste. Ein kleines Schneidebrettl habe ich mir irgendwann einmal selber gebastelt. Ein Feuerzeug, ein paar so Zünder, wasserdicht verpackt. Jede Menge Müllsackerl auf alle Fälle dabei. Und auch immer mit an Bord mein Pico Grill 85. Da habe ich mir noch so ein Gitter dazu selber bastelt, weil irgendwann mein Vogelkäfig passt da oben schön drauf, wenn man irgendwas grün wird oder so. Perfekto. Dann als Reserve, falls alle Stricke reißen, das Gas leer ist, habe ich da so ein kleines Dosal dabei. Das ist vom Trangia. Der passt da wunderbar rein. Passt da auch Trangia rein. Und dann habe ich noch ein bisschen so die Fire Dragon, so ein Brennpasta, Brenngel. Das ist extrem zäh und brennt extrem heiß. Spitzenmäßig habe ich immer dabei eine Reserve. So kann nicht viel passieren. Ja, dann noch mein Zunderbeutel. Da habe ich diese kleinen Holzwachs oder getränkte Wattepads in Wachs. Oder auch, da gibt es auch eigene Anzünder, die sind auch nicht schlecht. Und da ist noch ein Feuerstall herinnen. Das ist halt immer dabei. Die Holzeln habe ich euch schon vorgestellt. Kann ich euch gerne mal zeigen. Wie gesagt, das ist ein kleiner Abfall von daheim. Was so überbleibt, ist nur, dass das Holz, wenn es nass ist, leichter anbrennt. Wenn es natürlich nicht nass ist, brauche ich es auch gar nicht. Ja, dann sind noch meine Handschuhe sind immer dabei, diese Mechanix. Die muss man halt aufpassen, fürs Feuer sind die nicht, weil die sind gleich verbrennt. Aber so zum Arbeiten reichen sie vollkommen. Das ist halt mein Rollbeutel, das ist ein Medium. Wie gesagt, da habe ich Mist und so eine. Das ist wasserdicht, da kann man nichts ausrennen. Und ist alles Paletti. Und dann habe ich noch diese kleine erste Hilfe von, ich glaube, das ist auch Helikontex, wenn man nicht alles täuscht. Da habe ich nur das Wichtigste drinnen. Also ein paar Pflaster, nicht weiß gut was, weil das sollte reichen. Und last but not least, da habe ich zuerst noch gerade ein Videodraht, habe ich da noch zwei so Schnierl drinnen, die, wenn ich so einen Boothänger brauche zum Verstehen, habe ich da noch so eine Schnur mit dabei, dass ich nicht meine Dynamo nehmen muss. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Ihr seht, was da alles drin ist in dem kleinen Rucksack. Ich bin begeistert von dem. Das sind einmal Sachen, was ich zu 90% immer dabei habe. Wie gesagt, kann sich ändern, dass ein Geschirr dazukommt. Ich habe mir jetzt einen 1,3 Liter Topferl gekauft, noch einen Titan, dass ich ein bisschen eine größere Fläche rund habe. Oder es geht auch mehr Pfandl mit. Und das passt da noch locker dazu, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, was ich so dabei habe. Andere haben vielleicht andere Sachen mit, ist eh logisch, jeder passt sein Zeug auf sich selber an. Ich bin mit denen zufrieden, da habe ich wahrscheinlich eh noch viel zu viel mit, aber das sind halt so Sachen, die nehme ich schon gern mit. Ich meine, ich renne keine 35 Kilometer. Im Schnitt halte ich mir so an 10-15 Kilometer, was ich bei mir da im Wald um und um ziehe. Viel weiter ist das eh nicht und da ja, spulert das Gewicht auch nicht gerade so eine große Rolle. Ein paar Sachen, was ich sicher nie vermissen würde. Mein Gasbrenner, auf den stehe ich wie ein Bock, also dieser Soto Windmaster. Vom Feinsten kann ich nur sagen, der ist wirklich pipi feinst.
der ist sein Geld wert. Den hört man nicht. Das war mir extrem wichtig. Das ist ein Gaskocher, den hört man fast nicht. Klar, hören tut man. Aber der zischt nicht so wie andere mit, was glaubst du, der Düsentriebwerk statt oder was. Und das nächste ist mein kleiner Piwi-Tisch. Also den möchte ich auch nicht mehr missen. Am Bodenbogen ist ja auch nicht mehr so das Leichteste. Der Jüngste ist man nicht mehr. Das Tischel, da ist alles drauf, so wie jetzt. Der steht dort super über dem Baumstamm, den kann ich super auflegen. Habe ich auch verdammt gern. Und die Bioletti ist logisch auch mein Lieblingsausrüstungsgegenstand. Gut, aber ich will gar nicht mehr viel länger quasi. Das war's für euch. Ich sage danke fürs Zuschauen und man sieht sie.